Hjertelig velkommen så kok. Så er kun maten vel tur. Heute geht es von Tokio nach Beijing, Kuiper in die Volksrepublik China. Electrical Electrical startup. startup. Electrical startup completed 8. Von Romeo Juliet Alpha Alpha now Zulu Bravo Alpha Alpha. Alternate is Tianjin Zulu Bravo Tango Juliet. Flugnummer SIM-R3-Lima Alpha. 440 Baxe an Bord. Kost Intel 45. Kasse Flughöhe beträgt 380. Dann danke, habe noch eine Steppe auf 400 bei LAP. Dann würde es noch einen weiteren Step geben. Aber da ist die Flughöhe mit Serke abgekürzt. Und auf keine Ahnung, welche Einheit das sein soll, wie es umgerechnet wird. Man findet drüber auch im Internet nichts wirklich was drüber. Die Basakrami 16S. Tetra 8, die Basakrut. Und das wird die N-Bar Transistor. Ja, da habe ich gerade aus Versehen einen Screenshot über Steam aufgenommen von Explain. So, Blockfühl, Sessionkreisig 1738. Ein sechs sechs, ein sechs sechs, ein sieben zwei. Transition Altitude 14.000 stimmt. Flips one ab 1,5. 6,7 Block 2,45,030,3.
Ich stehe hier unten, werde zurückpushen und dann bei der nächsten Möglichkeit auf Alpha rollen bis Alpha 1 nach hinten. Geht das einmal die falsche Richtung. All right, Captain, got the directions. Let me know through the menu when you're ready. Gurn H1011. Ja, und jetzt halt es wieder mal ewig warten. Und spare genauer gesagt noch 6 Minuten, bis alles ready ist. Und ich sehe gerade, es kommt hier nach Tokio gerade ein A380er Sicht. Nee, aber der hat noch 7 Stunden 45 Flugzeit ungefähr, bis er hier ist. Also auf den werde ich nicht warten.
Sieber primary routen sec. Da passt alles. Great news, Captain. Your tow's coming. Engine start up. All right, looks like the doors and hatches are closed and we're ready to connect. Welcome aboard, Captain. Tow's connected, bypass pins inserted. Go and kill the parking brake when you're ready to go. Parking brake off. Here comes the pushback. Light 'em up. Engine start up, engine 2 on. Engine 1 on.
Engine startup complete. Just about done here. Go ahead and set your parking brake. Parking brake on. And we're disconnecting the tow. Give me just a moment. And we're disconnected. Signal and pin on the right. Take it easy and have a safe flight. Einmal Freizeichen, Flips Mund, Spoilers Abend, Wind, Sie on, Wetterradar on, Transponder 1000, ab 1,5 stimmt. Flight control check, full left, full right, full up, full down, full left, full right, passt alles, Autopilot armed. Taxilight on. Ich wollte bei der nächsten Möglichkeit schon auf Alpha und das war bei Möglichkeit 7 gerade gewesen. Egal, dann konnte ich halt über Alpha 6 rüber auf Alpha. Ne, Möglichkeit 6 ist das. Wenn ich so rüber auf Alpha.
Nicht wirklich. Es hat sich gerade der Wind sich hier gedreht. Für die 3-4. Gut, sind jetzt 3 Knoten Rückenwind beim Start. Die sollte der 3-46 aushalten können, die 3 Knoten. Landing Knight on. Transponder on. Toka. Wie man rotiert. Fast climb, Autopilot on, Key up habe vergessen, Taxi light off.
10,000 feet, landing slash puff. So, ja, der Tracker funktioniert zurzeit nicht. Beziehungsweise funktioniert nur, wird er nichts angezeigt. Habe ich gerade vergessen, die Passdateien aufzuschreiben. Gut, kannst du das nachher im Video ansehen. Und bleibt so grob. Habe ich auch gerade vergessen, habe das zurückzufahren. Hier sieht man nochmal den Flughafen von Tokio Narita, wo wir gerade gestartet sind. Level Zero, nicht Level Zero, Gunha Standard. Und damit noch einen schönen Flug nach China rüber bei diesem Sonnenuntergang hier über Tokio. Wir hören uns dann wieder für die Landevorbereitung. Bis später.
Herzlich willkommen zurück für die Landevorbereitung für Beijing. Ich werde auf der 1-9 landen. Und das wird die Du-Map Eid Sulu Alpha. Anflug passt. Aktueller Min Kuhn H1020, Temperatur 12 Grad, 4 Grad, Wind kommt aus 0 auf 0, sehr brauche ich kurz einen Taschenrechner. Genau, wenn ich 1 Knoten pro Sekunde angegeben habe, ich gerade den KmH in Knoten umgerechnet, dann sind 2 Knoten, genau, ist immer doppelt so viel. Hier nicht. Wollte 1,9. Doch, das ist die richtige Karte. Intercept Höhe 1970. Ich werde auf 1900 runtergehen. Minimum 5. 6-0 und Transition Flash Level Mon-Mon-Aid stimmt. Was ich hier auch nicht so ganz verstehe, haben wir 3 Kamels, die alle gleich ausgerichtet sind. Dann gibt es im 1-Out rechts und links und 1-9. Wieso heißt die 1,9 nicht, 1,8 links und die in der Mitte 1,8 Center. Ich glaube, das muss ich nicht so ganz verstehen, den Sinn dahinter. Seatbelt on.
hingesetzt bei 1900. Start decent. Siebel sind an.
und davon ist eben auch schon den Flughafen von Peking. Yaokun H 1020, Temperatur 11 Grad, Taupunkt weiterhin 4 und aktuell windstill. Ten thousand feet landing net on LS on.
Approach Phase Active und Approach On. Flaps 1. Ja, wer mich hier irgendwo hinstellen auf der Seite. Da soll die Karte für 747-3-8-1-2-4 sein. Auch genauso wie die Seite. Sollen die Karte tatsächlich Requestenkarte Probleme scrollen. Noch da. Tut ein 500 Sek. Bleibst du? Klaffluft da.
2006. Level 3. One ton sec. Then take a light on cabin sec, unless flaps full and auto pick now of high. And above 500 sec. Minimum continue 400 land green. 50, 40, 30, 20, Retard, 10, 5. Ja, obwohl ich im Anflug FFC krank gekommen bin, schön gelandet. Ja, und hier steigt wieder mal. Review macht das Bild on. Transponder off. So, haben wir für die 405 entschieden. EPU Start.
mehr. Stop. Fahrenbrick on. Lichter alle auf. EPU bleed on. Engine 1 off. Engine 2 off. Engine 3 off. Engine 4 off. Seatbelt off. Full pumps. All off. Beacon off. Dann herzlich willkommen in der Volksrepublik China. Es geht jetzt weiter in den Süden von China. Bis dahin, euch noch einen schönen Tag und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.